Portaltage. Man hört das in letzter Zeit immer häufiger. Oh, 10 Portaltage und die Energie sei so hoch. Und aufgrund dessen bin ich der Frage nachgegangen, was sind denn Portaltage überhaupt? Wo kommen die denn her? Wer hat denn das erfunden? Ja, ich bin fündig geworden und teile dir heute mein Wissen mit. Mein Name ist Mona Atterer, ich bin Transformationscoach und Medium und im Anschluss an diesem Video erhältst du eben auch noch ein Channeling zu dem ganzen Thema. Ja, was sind denn jetzt die Portaltage? Ich habe recht schnell herausgefunden, dass diese Portaltage kommen von dem Dreamspell-Kalender. Und ich sage dir als erstes etwas über diesen Dreamspell-Kalender, weil es ist doch sehr wichtig zu wissen, was das denn ist, wo der denn herkommt, um sich da ein wirkliches Bild zu machen, ob man denn jetzt an Portaltage glauben möchte oder eben nicht. Der Dreamspell-Kalender wurde von José Arguelles erfunden und seiner Frau Loidine Buris Arguelles. Die haben das erst als Brettspiel für sich gehabt und wurde erst später im Jahre 1992 ein Kalender. Ja, was hat jetzt der gute José Arguelles gemacht? Er hat Teile von verschiedenen Kalendern zusammengetragen und von verschiedenen, wie zum Beispiel auch dem Tarot, verschiedene Elemente noch mit hineingebaut und da quasi einen Kalender für sich gebastelt, also wirklich gebastelt. Also für mich, das ist meine persönliche Idee, ist es gebastelt, denn der Jahresanfang im Dreamspell ist der Geburtstag von seiner Frau. Das fand ich dann auch sehr interessant. So, was ist es aber sonst noch drin in diesem Kalender? Das ist durchaus interessant. Und zwar diesen Kalender, das sind Teile, also so eine Idee aus dem Maya-Zolkin-Kalender entnommen. Der hat eben diese Funktion von 13 und 20, diese Rechenart. Das hat er übernommen, aber eben ganz andere Symbole und genau ganz andere Ideen auch mit dazu gebracht. Dann hat er noch Elemente aus dem I Ching mit hineingetan und noch Elemente aus dem 64-Unit-DNA-Code. Die große Arkane vom Tarot befindet sich auch noch da drin. Und dann noch von Ibn al-Arabi, of the 28 Lunar Mansions. Das befindet sich auch noch in diesem Kalender drin. Und wie gesagt, am Anfang war es eben erst nur ein Brettspiel und wurde erst 1992 zu einem Kalender. So, wo kommen jetzt da die Portaltage her? In diesem Kalender, also googelt das gerne mal, dass ihr ein Foto davon habt, dass ihr seht, von was rede ich denn jetzt. Also in diesem Kalender ist so eine Doppelhelix drin. Das ist total schön und soll eben unsere DNA widerspiegeln. Und wenn jetzt ein Tag auf so einen Tag, wo quasi diese Doppelhelix aufgezeigt wird, fällt, an dem Tag wird es sozusagen als Portaltag ausgeschrieben. Also das sind die Portaltage. Da kommen die Portaltage dann in der Tat her. Ja, ein anderer, weil es eben ganz, ganz häufig wird gesagt, ja, kommt aus dem Maya-Kalender und das ist ein Maya-Kalender. Ja, dann wurde mal ein Fündiger bzw. ein Experte vom Maya-Kalender gefragt, der heißt Iancel Lungold, dieser Experte, und der meinte, nee, also Portaltage kennen die Mayas im Maya-Kalender nicht, denn warum sollte denn ein Tag besonderer sein wie ein anderer Tag? Er meinte, jeder Tag ist etwas Besonderes und hat seine besondere Qualität und seine besondere Energie und deshalb kann er sich nicht vorstellen. Also sagt ihm, also im Maya-Kalender gibt es das nicht. Was jetzt andere sagen, was ich auch sage, oh ja, das ist natürlich schon sehr interessant, und zwar, dass es durch die Idee, naja, es kommt ja so eine Idee zu uns in unserem Kopf und dann werden wir mit der Idee, ah, Portaltage, und genau an diesem Tag werden wir ein bisschen aufmerksamer, was geschieht denn um uns herum. Wir werden achtsamer mit unseren Gefühlen, wir reflektieren uns vielleicht besser und das ist das, was uns dann nachher dann doch wieder hilft,
was uns dann doch wieder helfen kann, wieder mehr gewahr zu werden, mehr zu wachsen in der Spiritualität. Also von dem her ist die Idee gut. Genau. Ja, es gibt natürlich etliche, die folgen diesen Dream Spell Kalender. Und bleib dabei, wenn sich das für dich total richtig und stimmig anfühlt, dann bleib einfach da dabei. Und wenn du ein Mensch bist, der eh sagt, ja, irgendwie, nee, das hört sich jetzt echt schräg und strange an, dann überleg doch nicht, ob vielleicht jeder Tag ein Portaltag ist. Denn hier sei auch wieder gesagt, der Glaube, also dein Glaube, versetzt Berge. Und ich glaube, genau das ist es. Es ist nicht mein Glaube, der Glaube versetzt Berge. Wenn du an diesen Kalender glaubst, wenn du glaubst, ja, das sind spezielle Tage, so glaube daran und es wird dann so geschehen. Und wenn du sagst, nee, für mich ist jeder Tag ganz, ganz speziell, jeder Tag hat seine eigene Energie, seine eigene Qualität, so bleib da dabei. Ja, da wünsche ich dir jetzt viel Freude. Und jetzt kommt noch im Anschluss ein Channeling für dich. Viel Spaß damit. Ja, ihr liebe Seelen, ihr habt es vernommen. Es ist einiges an Wissen da in diesen Sphären. Es ist einiges an Unwissen da. An was ihr glaubt, das müsst ihr mit euch selbst ausmachen. Mit was ihr persönlich resoniert. Frage dich, resoniere ich mit dem Dream Spell Kalender? So folge diesem Weg und die Portaltage werden wahr. Resonierst du nicht mit diesem Kalender? So gehe einen anderen Weg. Und für dich ist jeder Tag die Möglichkeit, ein Portaltag zu sein. Es ist für dich jeden Tag die Gelegenheit, dich wahrzunehmen, dich zu spüren, dich zu reflektieren. Entscheide du selbst. Gehe eine Zeit lang den Weg, den du gewählt hast, und spüre immer wieder hinein. Ist es denn der richtige Weg? Fühlt sich es denn richtig an? Solange es sich für dich richtig und stimmig anfühlt, so bleibe bei dem Weg. Wenn es sich auf einmal falsch anfühlt, so wechsel ihn. Ich danke dir für dein Selbstdenken. Ich danke dir für deine Eigenverantwortung. In Liebe. Jesaja. Ja, das war das Channeling zu diesem Thema. Ich glaube, es trifft auf ganz viele andere Themen auch zu, dass man eben sich selber gewahr werden darf und sich selber gewahr werden soll. Und eben auch seinen eigenen Weg finden in dem ganzen Geschehen, was es da draußen gibt. Und spüre eben immer hinein, mit was hast du denn jetzt deine Resonanz?
wo geht dein Weg jetzt hin? Und dann geh diesen Weg. Viel Freude damit.